Und vor ihnen weitete sich ein großer Platz, den die hochgeschwungenen Arkaden stattlicher Gebäude umgaben. Altneuland. Tell, antike Ruine. Aviv, wiedergeboren, neu und fruchtbar. Als Tel Aviv vor 100 Jahren gegründet wurde, war es schwer vorstellbar, dass diese auf Sand gebaute Stadt jemals eine betriebsame und pulsierende Metropole werden würde, ein Kultur- und Wirtschaftszentrum, in jeder Hinsicht das Zentrum Israels. Tel Aviv, Jaffa begrüßt jeden Morgen Babys und Kinder, Erwachsene und Senioren aller Schichten, die hier Schulter an Schulter arbeiten und leben. Es ist ein pulsierender urbaner Knotenpunkt, Heimat endloser Geschichten, keine einzige uninteressant. Diesen Morgen werden wir uns mit drei solcher Geschichten befassen. Drei kleine Geschichten, die zeigen, wie ein wenig Großzügigkeit einen großen Unterschied machen kann. An diesem neuen Morgen träumt Stefan davon, den Mond zu erreichen. Als kleines Kind hat er Russland verlassen, um nach Neve Sharet im Norden Tel Avivs zu ziehen. Es war eine neue Welt für ihn. Sein neues Zuhause war ein benachteiligter Stadtteil. Stefan jedoch hob sich bereits seit der Grundschule von den anderen ab, durch seine Neugier, seinen Lerneifer und durch sein Talent für Naturwissenschaften. Für Menschen wie ihn hat die Tel Aviv Foundation Schulbüchereien und Forschungszentren errichtet, sowie einzigartige Weiterbildungsprogramme. Stefan wollte schon immer lernen und Erfolg haben. Er hatte nur nicht die Möglichkeit dazu. Das Chemda Center for Science Education wurde gegründet, um genau diese Möglichkeit anzubieten. In Kooperation mit dem Weizmann-Institut sucht es von der Gesamtbevölkerung Jugendliche heraus, die naturwissenschaftlich veranlagt sind und hilft ihnen voranzukommen und ihre Zukunft zu gestalten. Stefan und seine Freunde arbeiten an bahnbrechenden Erfindungen, an einer technologischen Start-up-Firma, die neue Welten erobert. Für sie sind nach oben keine Grenzen gesetzt und Chemda ist die Abschussrampe, die sie nach oben bringen wird. Nach Schulschluss lernt Stefan das Rudern. Die Tel Aviv Foundation hat ein olympisches Ruderzentrum entwickelt für begabte Sportler und für Kinder aller Schichten der Gesellschaft. Man muss sich nur Stefans Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen beim Rudern in die Welt von morgen anschauen, um zu verstehen, ändert man den Verlauf eines jungen Lebens, so ändert man den Verlauf der Geschichte. Der neue Tag findet Nadia Lupo in ihrer kleinen Wohnung im Zentrum Tel Avivs. Sie ist 75 Jahre alt, Witwe und ein Kind des Holocausts. Der Lebensabend in einer Großstadt ist oft unaushaltbar einsam. Nadia hat jedoch guten Grund, jeden Morgen aufzuwachen und sich auf den Weg zu machen. Die Tel Aviv Foundation hat an Menschen wie Nadia gedacht, als sie das Day Centers for Senior Citizens etabliert hat. Ein zweites Zuhause, das Unterstützung anbietet, fürsorglich ist und einladend. Wenn Nadia kreativ ist, dann steht die Zeit still. Wenn sie die Schrecken der Vergangenheit in Holz schnitzt, dann lösen sich die Schwierigkeiten der Gegenwart und die Angst vor der Zukunft in Luft auf. Und dann ist diese 75-Jährige jung und glücklich. Es ist Mittag, aber Nadias Tag hat bei weitem seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Eine neue Ausstellung wird am Gutmann-Museum eröffnet. Es ist eine wichtige Haltestelle auf dem Weg nach Hause. Alles interessiert sie. Sie ist immer bereit, etwas Neues zu lernen. Diesen Abend ist Nadia zu einer Feier im Café Europa eingeladen. Es ist ein wichtiges Ereignis. Café Europa ist ein außergewöhnliches Projekt, das von der Tel Aviv Foundation unterstützt wird. Es bietet Holocaust-Überlebenden einen sozialen Rahmen und emotionale Unterstützung an. Es nähert sich der Vergangenheit mit Wärme und Einfühlungsvermögen. Für Menschen wie Nadia ist dieses Gefühl der Zusammen- und Zugehörigkeit der Hauch des Lebens. Als Ori, ein Kind mit dem süßesten Lächeln der Welt, vor 9 Jahren geboren wurde, stellte man fest, dass er Kinderlähmung hat.
Für ihn und seine Familie ist das Leben eine unendliche Herausforderung, ein täglicher Kampf für kleine Erfolge. Ori begibt sich heute auf den 45 Kilometer langen Weg von einer Stadt im Norden zu seiner Schule in Tel Aviv. Dieser Morgen ist aber ganz besonders für Ori. Er ist aufgeregt und ungeduldig. Die einstündige Anreise endet in einem ganz besonderen Ziel für Kinder aus Tel Aviv und Umgebung. Die On-Schule für spezielle Erziehung. Eine einzigartige Institution, die von der Tel Aviv Foundation für behinderte Kinder entwickelt wurde. Die Schulstunden hier sind für jedes Kind maßgeschneidert. Engagierte Lehrer und Therapeuten betreuen sie und bringen dadurch Licht in das Dunkel eines Lebens voller Herausforderungen. Heute trainiert Ori etwas Neues. Ohne Gehhilfe zu gehen, sondern nur mit Krücken, also fast ganz selbstständig. Er hat eine lange Zeit für diesen Augenblick vorbereitet und heute ist es soweit. Dieser Schritt braucht Mut und Entschlossenheit, die viel weiter geht, als wir es uns vorstellen können. Ein kleiner Schritt folgt dem nächsten. Mit Hilfe des Glaubens und der Liebe, die Ori umgibt, wird er weit kommen. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Schauen Sie sich dieses Neugeborene an, wie es sich nach Aufmerksamkeit sehnt, nach Hilfe oder nach der einzigen warmen Mahlzeit des Tages. Seien Sie für ihn da, seien Sie beharrlich und beständig und erfreuen Sie sich dann an jedem Erfolgserlebnis. Dann wissen Sie, dass Sie nie aufhören können, fürsorglich zu sein. Das ist Leib und Seele der Tel Aviv Foundation. Für jeden da zu sein, Kultur und Sport zu fördern, Parks und Gärten anzubauen, die Lebensqualität zu verbessern. Es ist eine immense Aufgabe, die breite Schultern und viel Zusammenarbeit erfordert. Seit 30 Jahren verankert die Tel Aviv Foundation eine weltweite Partnerschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Vision Realität werden zu lassen. Die Vision, das Leben von Menschen zum Besseren zu ändern. Für diese heilige Arbeit des Bauen und Erstellen benötigen wir unseren gesamten Glauben und alle Kraft. Es ist eine Verpflichtung, die Zukunft zu gestalten. Könnte Theodor Herzl die Stadt, die er vor über 100 Jahren vergegenwärtigt hat, heute besuchen, würde er wohl lächeln und sagen, so habe ich es mir vorgestellt. Die Tel Aviv Foundation zeigt, dass ihre Mission die Essenz jüdischer Werte erfasst. Dass wir wirklich die Hüter unserer Brüder sind. Auch heute, 100 Jahre nach der Stadtgründung, ist es klarer denn je, wenn man die Reise gemeinsam beginnt, dann ist nichts unmöglich. Ich denke an unsere Enkelkinder, ihre und meine. Wir müssen eine bessere Zukunft für sie bauen. Und die Zeit, diese Zukunft zu bauen, ist jetzt.